Hallo meine Süßen, heute zeige ich euch, wie ich diese Apple-Logo-Torte hergestellt habe. War eine richtig coole Sache, war für das Geburtstagskind war ein junger Mann, der wohl bei Apple gearbeitet hat und da sind wir dann auf diese Idee gekommen. Und ich habe dann halt damit angefangen, dass ich ganz normal mir meine Böden wieder gebacken habe und zurechtgeschnitten habe. Und dieses Zurechtschneiden habe ich halt so gemacht, dass ich mir das Apple-Logo ausgedruckt habe im Internet. Also auf meinem Drucker, aber das Bild ist vom Internet, so. Und ich gehöre zu den unfähigen Leuten, die es nicht auf die Reihe kriegen, ein Bild so zu vergrößern, dass das genau auf diese Torte passt. Von daher musste ich ein bisschen improvisieren und einfach etwas größer schneiden, als das Logo im Endeffekt ja auch war. Aber ich wollte halt nicht so viel Kuchenverschnitt selber haben, deswegen habe ich es einfach größer geschnitten. Außerdem will jeder einen schönen großen Kuchen haben, oder nicht? Okay. Ja, das heißt, ihr schneidet dann da munter eurer Schablone hinterher und ja, dann habt ihr das halt soweit. Also da kann man eigentlich nicht so viel zu sagen. Da könnt ihr auch nicht viel falsch machen im Endeffekt. Einfach schneiden. Zwischendurch kommt dann noch jemand und versucht noch Kuchen von euch zu klauen. Ich glaube, das kennen auch ganz viele Leute. Ja, für den Strunk oben habe ich diesen Verschnitt am Rand genommen, also diesen Apfelabbiss sozusagen. Also da habe ich nicht extra noch was für gebacken, das war halt dieser Verschnitt sozusagen. So, nachdem ich mir meine Böden dann ganz normal zurechtgeschnitten habe, habe ich mir die eine Buttercreme schon angeschlagen. Das ist die Buttercreme, von der ich immer erzähle, die ich immer mache. Da gibt es auch einen Blogpost zu, wer das Rezept eventuell haben möchte. Verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Und das ist eine normale, also eine italienische Buttercreme, aber ich habe die jetzt mit ein bisschen Schokolade aromatisiert sozusagen und habe auf jeden Boden nochmal eine Schicht Nutella aufgetragen, weil ich einfach so Nutella-schokoladig die Richtung Geschmack gehen wollte und ja, das heißt immer schön gleichmäßig einstreichen und füllen und kalt stellen. Und dann machen wir gleich beim Fondant weiter. Vielleicht sollte ich hier an diesem Punkt jetzt mal einwerfen, dass wer eventuell Fragen oder Schwierigkeiten beim Thema Torten einstreichen haben sollte, da habe ich auch ein Video zu. Das verlinke ich euch auch auf jeden Fall mal unten in der Infobox. Vielleicht kann ich da irgendwem helfen mit. Ja, lasst es mich mal so formulieren. Dieses kleine Stück Kuchen da hat mich so viel Geduld gekostet. Das hat im Endeffekt so lange gedauert, weil dieses Ding so wackelig und klein ist und so ein bisschen hin und her wibbelwabbelt, während man versucht, das gleichmäßig einzustreichen und das noch keine richtige Stabilität hat. Und es hat mich auf jeden Fall meine letzte Geduld gekostet. Aber im Endeffekt habe ich es dann doch noch hinbekommen, ohne alles wieder hinzuschmeißen, weil das ist nämlich auch schon mal passiert. Ja, nach gefühlten 100 Jahren des Einstreichens, es war echt, es hat mich so viel Zeit gekostet, konnte ich dann aber doch mit meinem Fondant weitermachen. Den Fondant habe ich von Tolle Torten gekauft, wie immer, verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und einschlagen mache ich auch wie immer, ich glaube, ihr wisst mittlerweile alle, wie ich das mache. Ich verlinke euch trotzdem mal das Video dazu auch unten in der Infobox, falls da jemand irgendwelche Fragen zu hat oder Hilfe braucht oder so. Schaut euch das mal an, ich glaube, das hat schon ein paar Leuten geholfen, was mich sehr, sehr stolz macht.
Ja, das heißt, wir rollen unseren Fondant ganz normal aus. Ich glaube, meine Torte steht schon rechts neben mir. Glaube nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die Torte nicht zu kalt werden lassen, sie stand nicht neben mir. Weil wenn die Torte sozusagen zu fest und zu kalt wird, dann ist es schwerer, die zum Teil jetzt einzuschlagen, weil die halt diese komischen Kanten vorne bei dem Apfelbiss hat. Und ich habe das Gefühl, dass wenn die Torte zu fest und zu hart ist, besteht die Chance, dass der Marzipan mir reißt, viel eher. Weil der vorne an dieser Spitze viel mehr auf Spannung ist. Und dadurch, dass die Torte dann noch ein bisschen weicher ist, habe ich dann noch so ein bisschen mehr Bewegung und kann damit noch ein bisschen einfacher arbeiten. Ja, das Ganze machen wir dann natürlich auch nochmal mit dem kleinen Dützchen da, mit dem Strunkding. Ich habe da im Endeffekt viel zu viel für ausgerollt. Aber nachher ist man ja immer schlauer, nicht wahr? Das Ding bei diesem kleinen Ding ist jetzt halt auch wieder, dass da kann es schwer sein, das einigermaßen gleichmäßig hinzubekommen, weil man nicht so viel Spiel hat, wo man den Fondant hinarbeiten kann sozusagen. Und hinten diese eine Spitze, die ich da habe, die ihr eigentlich nicht haben solltet, wenn ihr es richtig ausschneidet, da kann es halt auch schnell passieren, dass der Fondant reißt. Aber ich habe da Gott sei Dank Schwein gehabt und es ist im Endeffekt nichts passiert. Ja, ich glaube, das war's dann soweit auch. Dann ist mir nämlich ein ganz, ganz großes Malheur passiert, was mir auch total, das ärgert mich richtig, aber meine Kamera ist ausgegangen, der Akku war leer und dadurch hat das die letzten Schritte nicht mehr mit aufgenommen. Ich habe das mit ein bisschen Glanzpulver abgepudert und habe unten noch diesen Rand, modelliert ist das falsche Wort, aber halt diesen Rand noch angelegt. Und das war es dann soweit. Also im Endeffekt habt ihr nicht so viel verpasst, aber es war trotzdem ein bisschen ärgerlich. Okay, nichtsdestotrotz, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr könnt euch vielleicht eine Idee daraus suchen, was ihr vielleicht mal jemandem schenken möchtet oder... Ja, eigentlich schon. Dann würde ich mich noch wahnsinnig freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Und wer eventuell noch andere Videos von mir sehen möchte, das linke Video, da geht es um ein Blog-Event sozusagen. Und das dreht sich um das GQ-Thema Mundpropaganda. In dem Video erkläre ich auch nochmal genau, was mit der Torte eigentlich passiert ist und so. Und wer eventuell mal sehen möchte, wie ich Fondantrosen modelliere, der klickt auf das rechte Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!